Meine neue Mover-Batterie ist gekommen heute. Die ist mir ja in Danzig kaputt gegangen vor circa 2 Wochen. Und ich fahre seitdem ohne Mover durch die Lande, muss halt den Wohnwagen immer mit dem Auto in die Parzellen schieben. Beim Ankuppeln ist es manchmal ein bisschen schwierig. Und den schweren Wohnwagen von Hand zu schieben, das ist genauso schwer wie diese Kiste hier ewig zu halten. Ich baue den jetzt flugs ein, da könnt ihr ja bei zusehen. So, jetzt kommt der Moment, wo der Frosch das Wasser lässt. Jetzt nehme ich mal die Fernbedienung. Schalte sie ein. Habt ihr das gehört? Die Relais ziehen an. Das Teil funktioniert wieder. Super! So Leute, ich will euch mal eine Zusammenfassung geben von meiner Reise durch Polen. Ich war ja nicht nur in Masuren, sondern war ja auch in der Kaschubei und nachher in Pommern. Daher war der Titel eigentlich nicht so gut gewählt, aber belassen wir es dabei. Ich will euch anhand einer Animation meine Reiseroute erklären. Fangen wir mal in Frankfurt an der Oder an. Von daher bin ich über die kostenpflichtige A2 gefahren Richtung Osten und mein erster Campingplatz war dann in Ciocionek oder so ähnlich. Von dort ging es dann weiter nach Mikolaiken, richtig nach Masuren rein. Der nächste Campingplatz war in Harsch. Von da aus wollte ich nach Goldap. Da ist zwar ein Campingplatz, da kommt man aber nicht mit Wohnwagen oder Reisemobil hin. Da habe ich überall rumgesucht und habe da keinen gefunden. Also bin ich für eine Nacht wieder zurück nach Mikolaiki. Von da aus nach Morak. Danach war Elblak dran. Das war da, wo dieser oberländische Kanal ist. Danzig. Und halt von 3 Tagen bin ich dann weiter gefahren nach Sopot und dann nach Leber, da wo diese Sanddüne ist. Von da aus bin ich dann runter zu dem Haus auf dem Dach und rüber nach Milno an der Nährung. Und der letzte Campingplatz ist dann in Lassan in der Nähe der Insel Usedom, wo ich heute bin. Land und Leute. Die Leute, muss ich durchweg sagen, alle Polen, mit denen ich irgendwie in Kontakt gekommen bin, waren immer sehr freundlich, immer sehr hilfsbereit. Manchmal ging es nur mit Händen und Füßen weiter, aber irgendwie haben wir uns verstanden. Einige sprechen Deutsch und was mich gewundert hat, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, viele junge Leute sprechen Englisch. Und so sind wir irgendwie immer übereinander gekommen. Die Campingplätze. Manche waren so okay. Von der Ausstattung her, einige wenige waren wirklich gut und schön. Was ich aber sagen muss, die waren alle sauber. Auch wenn die einfachen in ihrer Ausstattung wirklich schon älter war, was man gesehen hat, schon ein paar Jahrzehnte. Aber die waren immer sauber. Die Sanitäranlagen waren immer picobello. Das kenne ich von Deutschland anders. Sehenswürdigkeiten war auch sehr interessant. Ob das jetzt die Sanddüne bei Leber war oder ob das dieser oberländische Kanal bei Elblak war. Diverse Kirchen und andere Bauten, das war einfach immer wieder schön. Polens Tierwelt auch sehr vielfältig. Ich habe manches Wildtier gesehen. Einmal, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, ist mir ein Missgeschick passiert. Da bin ich von Harsch nur wenige Kilometer, 10, 12 rüber nach Rastenburg, um mir die Stadt da anzusehen. Und habe meine Actioncam nicht vorne ins Auto gepackt, aufs Armaturenbrett. Weil ich gedacht habe, die paar Kilometer, da wird schon nichts passieren. Und was soll ich euch sagen, ich komme da über so eine
Brücke über einen Kanal zwischen zwei Seen, so ein Verbindungskanal. Und fahr da oben drüber und da kommt eine Elchkuh aus dem Dickicht raus. Jetzt konnte ich aber auch nicht direkt dahinter stehen bleiben. Musste also noch ein paar Meter fahren. Und bis ich dann stehen bleiben konnte, meine Kamera zwischen den Sitzen rausgenommen habe, Tür auf, hin und her, war die Elchkuh mitsamt ihren beiden Kälbern über die Straße weg und verschwunden. Das war schade. Das ärgert mich heute noch, dass ich da diese Kamera nicht im Auto hatte. Es soll in Polen dazu noch freilebende Bären geben, auch Wölfe und Luchse. Beides nicht gesehen. Mir hat einer erzählt, in Harsch war das auch auf dem Campingplatz, dass ihm ein Wolf über die Straße gelaufen ist, kurz vorm Auto her. Ja, zu den Preisen in Polen. Der Sprit ist ungefähr so teuer wie in Deutschland. Also irgendwo auf internationalem Niveau. Lebensmittel in den Supermärkten und auch in den Restaurants sind weitaus günstiger als bei uns. Da kannst du also eine Mark sparen. Nun kommt's, die Straßen. Es gibt Straßen in Polen, die sind topfeben. Es gibt Straßen in Polen, und da bin ich auch ein Teil gefahren, das war grauenhaft. Da bin ich im ersten Gang teilweise nur gefahren. Gerade so, dass das Auto ein bisschen läuft, dass es vorwärts geht. Einfach, um das Material ein bisschen zu schonen. Ich weiß nicht, durch wie viele Baustellen ich gefahren bin. Ich glaube, die Zahl 100 reicht da nicht aus. Das waren wahrscheinlich mehr. Das heißt, Polen baut. Polen baut Straßen. Das ist irre. Das habe ich noch in keinem Land erlebt. Und das muss man ihnen ganz, ganz hoch anrechnen, wie die weiter an ihrer Infrastruktur arbeiten. Das ist richtig toll. Was nicht so schön war auch, das ist aber halt auch ganz einfach der Topografie geschuldet. Es gibt so gut wie keinen Motorradfahrspaß. Das Land ist ziemlich eben, bis auf wenige Regionen. Und wo es eben ist, da wurde natürlich gerade ausgebaut. Das ist ja auch ganz einfach dann. Und daher fehlt halt der Motorradfahrspaß. Keine Schräglagen, keine Kurven, kein Rauf und Runter. Das war halt nicht so schön. Aber alles in allem, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde sofort wieder nach Polen fahren. Und vielleicht tue ich es auch mal wieder. Und wenn euch dieses Filmchen gefallen hat, dann macht es wie immer, gebt mir einen Daumen nach oben. Und falls es noch nicht geschehen ist, ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren. Und dann werdet ihr immer wieder informiert über Neuigkeiten, auch über künftige Reisen. Denn so viel kann ich jetzt schon verraten, die nächste geht ins Allgäu. Ich sag da mal Tschüss, macht's gut.